Ich glaube, dass ich heute ein Wort des Herrn für dich habe. Ein Wort, was für dich heute gilt. Und zwar ein interessantes Wort. Es heißt, bezweifle doch einmal deine Zweifel. Bezweifle doch einmal deine Zweifel. Weißt du, viele Menschen geben ihren Zweifeln, ihren hinterfragenden, kritischen Gedanken ganz selbstverständlich Raum. Sie bezweifeln ihre Zweifel nicht, sie hinterfragen die nicht, sondern sie geben denen einfach Raum. Sie vertrauen in einem gewissen Sinne diesen Gedanken. Die Frage ist, ob das sehr schlau ist und ob es das wirklich wert ist. Denn eigentlich sind Zweifel, wie auch das Gegenteil, nämlich der Glaube, Willensentscheidungen. Ich sage, ich will glauben, Herr, hilf meinem Glauben. Oder ich sage eben, ich will zweifeln. Du kannst genauso gut sagen, Herr, ich will von diesen Zweifeln frei werden. Ich will wegkommen davon. Ich will nicht zweifeln. Bezweifle deine Zweifel und wende dich Gott zu und sag, hilf mir, über diese Zweifel hinwegzukommen. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Das ist ein interessantes Bild. Du hast keinen festen Grund, du hast keine feste Basis. Dein Leben schwimmt irgendwie so. Du hast nichts, wo du wirklich drauf stehst. Das Wort Gottes ist der Felsen, auf dem wir sicher und fest stehen. Wenn wir zweifeln, haben wir nichts, worauf wir stehen können. Und vielleicht ist das die Situation in deinem Leben, dass du sagst, ich fühle mich, als ob ich schwimme und keinen Grund unter den Füßen habe. Dann bezweifle einmal deine Zweifel Gott gegenüber. Im Römerbrief spricht Paulus, und zweifelte nicht durch Unglauben, Unglauben ist die Ursache von Zweifel, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist interessant. Glaube gibt Gott die Ehre. Zweifel gibt Gott keine Ehre. Deshalb sagt Gott, bezweifle einmal deine Zweifel. Im Philipperbrief werden wir aufgefordert, tut alles ohne Murren und Zweifel. Tut alles ohne zu zweifeln. Das ist das, was das Wort Gottes uns sagt. In dem Sinne glaube ich, wende dich Gott zu und sag, Herr, ich möchte von meinen Zweifeln frei werden. Ich fange an, meine Zweifel zu bezweifeln. Und dann glaube ich, Gott hat mehr für dich.